Paris. Von Nazis besetzt. Dort ist Papa. Also gehen wir dorthin. Wir werden ihn finden. Zusammen. Ich hätte da einen Auftrag für zwei ausgemachte Nazi-Jäger wie euch. Herzlich willkommen zu Wolfenstein Youngblood. Wir durften den neuen Shooter bei Bethesda anspielen. Und gucken uns jetzt noch so ein bisschen den Trailer an, dann seht ihr ein bisschen, wie das Spiel so aufgebaut ist. Es ist ein Koop-Shooter, aber basiert natürlich weiterhin auf dem Wolfenstein-Universum. Das Gameplay ist immer noch Wolfenstein-mäßig, ziemlich brachialer Ego-Shooter, ziemlich fordernd auch. Viele dieser Szenen konnten wir auch wirklich spielen am PC. Die Demo ging so circa eine Stunde lang. Wir durften auch einen Zwischengegner bekämpfen. Und sehen auch gleich etwas Gameplay. Ganz neues, frisches Gameplay-Material von Wolfenstein Youngblood auf dem Zeppelin. Es war nämlich zweigeteilt. Wir durften einmal in Paris unterwegs sein, was ihr hier jetzt so ein bisschen auch seht. Da war das Ganze ein bisschen offener. Da hat dann auch die Handschrift von den Arcane Studios, die daran beteiligt sind, getragen. Warum kannst du nicht einfach mal zufrieden sein, Jess? Es ist aber immer natürlich noch unter der Federführung von Machine Games. Wie ihr seht, es gibt auch eine Deluxe Edition mit einem Buddy Pass, was ganz interessant ist. Da kann man dann quasi mit einem Koop-Partner spielen, obwohl der das Spiel nicht hat. So ein bisschen wie bei Download Play bei Nintendo. Oder auch bei A Way Out, das ist ja ähnlich gelöst. Das Spannende ist, die Deluxe Edition, die kostet gar nicht viel mehr. Die kostet nur 10 Euro mehr als die Standard-Edition. Die Standard-Edition gibt es nur digital. Das bedeutet, man kauft entweder das Spiel für 30 oder für 40 und kann es dann direkt mit einem Freund durchspielen. Kann sich theoretisch die Kosten dann teilen mit 20 Euro pro Nase. Ja, ihr seht jetzt hier schon die Spezialfertigkeiten. Nur noch kurz zum Setting. Das Spiel spielt circa 20 Jahre nach Wolfenstein 2, The New Colossus. Wir spielen hier die beiden Zwillingstöchter von BJ Blazkowicz, nämlich einmal Soph und einmal Chess. Und die haben unterschiedliche Spezialfähigkeiten. Chess kann einen Health Boost Buff vergeben und Soph versteckt darüber hinaus die Durchschlagskraft des Duos. Und das spielt sich ganz gut hier. Wir sind jetzt hier auf einem Zeppelin, auf einem Nazi-Zeppelin. Zum ersten Mal wird auch das Wort Nazi in der deutschen Version hier genannt. Dazu später noch mehr. Und unser Ziel ist es hier, General Winkler ausfindig zu machen. Wir haben hier den Bild gespielt, der auch auf der E3 wohl spielbar war, der schon ein bisschen älter war. Technisch trotzdem sehr beeindruckend, finde ich. Und natürlich auch sehr martialisch im Wolfenstein-Stil gehalten. Ja, wir haben das Ganze auf einer RTX 2080 von Nvidia gespielt. Das hat sich echt super flüssig in 60 Frames, in 1080p konnten wir das da zocken. Man kann hier auch so kleine Emotes machen, das ist ganz witzig hier, kurzer Zeitsprung. Das ist ziemlich verwinkelt hier, das Zeppelin. Man hat jetzt nicht so viel Bewegungsfreiheit, später in Paris hatte man da ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit. Aber man kann hier auch die Umgebung teilweise zerstören. Findet immer wieder Waffen, kennt man schon aus den Vorgängern. Aber das Coole ist auch, dass es einige Koop-Elemente gibt. Ich weiß nicht, ob wir die hier im Laufe des sehr kurzen Gameplay-Videos noch sehen werden. Man geht sogar darüber hinaus, dass man jetzt nicht nur irgendwie Schalterrätsel hat und gegenseitig quasi helfen muss, irgendwelche Türen aufzustemmen. Nein, man muss zum Beispiel auch Codes dechiffrieren und da so ein bisschen zusammenarbeiten. Und das wird wohl im Laufe des Spiels immer mehr auch, dass man aufeinander sich verlassen muss. Was es nicht nur in den Kämpfen angeht, sondern auch in den Rätseln, das finde ich ganz nett. Aber es ist natürlich kein Puzzle-Shooter, es ist Wolfenstein, wie ihr hier seht. Man kann auch schleichen an manchen Stellen, aber es ist halt auch kein Dishonored. Auch wenn es an manchen Stellen so ein bisschen daran erinnert, auch vom Level-Design her, hat Arcane Studios definitiv ihren Stempel, haben sie drauf gedrückt. Ich finde, das Spiel ist auch ziemlich humorvoll geworden, hat einen sehr, sehr düsteren Humor. Ich werde das noch weiter ausführen im Artikel dann auch, wo wir dann ein bisschen ausführlich auf unsere Eindrücke eingehen, weil dieses Video jetzt wirklich sehr knapp gehalten ist. Mehr Material haben wir leider noch nicht vom Spiel. Das Spiel erscheint aber auch schon nächsten Freitag. Deswegen könnt ihr euch da bald auf neuen Content, den wir dann produzieren werden, mit dem Spiel freuen. Eine kleine Besonderheit dann noch.
Die deutsche Version enthält zum ersten Mal das Wort Nazi, aber eben keine verfassungsfeindlichen Symbole, so kennen wir es auch aus den bisherigen Teilen. The New Order, Old Blood und The New Colossus. Aber erstmals gibt es auch die internationale Fassung in Deutschland zum Verkauf mit USK 18 Siegel. Und dann sind dann auch verfassungsfeindliche Symbole enthalten. Eben die original englische Fassung. Man hat dann quasi englische Synchronsprecher und teilweise auch deutsche Synchronsprecher für die Nazis natürlich. Aber eben keine deutsche Synchro. Das ist der große Unterschied zwischen den beiden Editionen. Also wenn ihr die internationale holt, dann müsst ihr euch darauf einstellen, dass das Ganze dann Englisch sein wird und in anderen Sprachen, aber nicht rein auf Deutsch. Das ist dann nur in der deutschen Version so. Ja, und die Stimmen sind recht gelungen. Man sieht hier eben die deutsche Version. Wir haben die englische, ehrlich gesagt, gespielt. Beide Synchronfassungen sind super gelungen. Man bekämpft jetzt hier einen General Winkler, der sich immer mal wieder unsichtbar macht und der Superman-mäßig so einen Laserstrahl aus den Augen rausfeuert. Das Coole ist, dass er dann auch so ein bisschen außen die Außenwand noch öffnet. Das bedeutet, man hat auch so ein bisschen Freiheit und kann ein bisschen durchatmen. Allzu aufregend war der Bosskampf allerdings nicht. Deswegen springen wir dann jetzt auch gleich in das zweite Setting, was es gab. Und das war nämlich Paris. Denn der Zeppelin, der fliegt nicht ewig über Paris. Man kommt dann auch mal auf den Boden der Tatsachen zurück. Und er darf dann ein bisschen offenere Levels erkunden. Es ist aber kein Open-World-Spiel. Das wollte Bethesda auch nochmal klarstellen. Es ist wirklich ein geradliniger Ego-Shooter, wo man an manchen Passagen dann auch ein bisschen wählen kann, wie man vorgeht. Aber es ist wirklich kein Open-World-Spiel. Da sind wir auch schon in Paris. Ja, die Zeitlinie von Wolfenstein ist ja etwas anders, als die Realität dann verlaufen ist. Deswegen ähnelt dieses Paris vielleicht dem realen Paris, aber entspricht natürlich nicht 1:1 dem Paris von 1980. Es ist optisch natürlich schon sehr beeindruckend aufgrund der Lichteffekte. Man hat hier allerlei Taktiken, wie man vorgehen kann. Man kann einfach drauf lospreschen. Man kann auch einfach durchrennen. Hätte man mit Zeppelin zum Beispiel auch machen können. Oder man geht ein bisschen bedachter vor. Wenn der Partner stirbt, dann kann man ihn wiederbeleben. Wenn beide sterben, kann man einen Shared Life benutzen. Hat dann quasi ein Continue. Sollte dann quasi immer ein Spieler einen Continue verbrauchen, ein Shared Life. Man kann auch an diesen Kisten, die wir schon auf dem Zeppelin gesehen haben, die man zu zweit nur öffnen kann, ein Zusatzleben dann erwerben. Diese Diesel-Maschinensoldaten haben uns ziemlich beackert. Ich möchte nochmal herausstellen, dass das jetzt alles hier Footage vom Entwickler ist. Das haben wir nicht so aufgenommen, aber in ähnlicher Qualität haben wir es dann auch gespielt. Hier hat man kurz diese Revive-Mechanik gesehen. Es geht auch sehr fix, das Reviven, das hat mir auch gut gefallen. Während wir hier ein bisschen Dual-Wielding-Action sehen, wollte ich noch darauf eingehen, dass wir immer wieder Silbermünzen hier finden. Und die nutzt man dann dazu, um zusätzliche Fähigkeiten freizuschalten, Waffenmods dann auch freizuschalten, die man dann benutzen kann. Sollte es doch mal etwas hitzig werden, kann man sich immer noch hier so ein bisschen verschanzen und mal kurz durchschnaufen. In den 80ern sind natürlich auch die Walkmans groß geworden. Hier sieht man auch kleine Anspielungen immer wieder an der Seite, an den Plakaten, wie man es aus Wolfenstein kennt. Die Soundtracks der Wolfenstein-Spiele sind immer sehr ikonisch, da bin ich schon sehr gespannt, was das Spiel zu bieten hat. Man kann sich gegenseitig buffen, das fand ich sehr interessant. Hoffe, dass da noch mehr dazu kommt dann. Man kann natürlich zahlreiche Skills noch lernen und Waffen, Mods finden. Sich so individualisieren. Es gibt auch Microtransactions, allerdings nur optischer Natur, also kein Pay-to-Win, wurde uns versichert von Bethesda. Sieht auf jeden Fall alles sehr interessant aus. Wir sind sehr gespannt auf die finale Version, die wir ausführlich spielen werden im Koop. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder mit Wolfenstein Youngblood. Danke fürs Zusehen.